Nichts ist mehr zu sehen von fast 160 Jahren Schwerindustrie an diesem Standort. Ein riesiger See, Einfamilienhäuser, durchaus auch Büros aus der Dienstleistungsbranche. Es sieht so aus, als wäre das zumindest ein gelungenes Beispiel des Strukturwandels in Nordrhein-Westfalen. Büros statt Hochöfen. Grün statt Grau. Naherholung statt Maloche. Wen der Verlust der Arbeit nicht aus der Bahn geworfen hat, der findet gut, dass es hier nicht mehr aussieht wie vor 20 Jahren. Was hätten Sie da gesehen, wenn Sie hier gesessen hätten zu der Zeit? Ja, wenn wir hier hätten sitzen können, hätten wir wahrscheinlich einen Hochofen gesehen, ein Stahlwerk gesehen, viel Glut. Das haben wir von Weitem, von Homburg aus immer sehen können, wenn die Abstiche waren, beziehungsweise wenn die Schlacke weggefahren wurde, dann leuchtete der Himmel. Die Stahlindustrie war das pulsierende Herz des Ruhrgebiets. Die Hörder Fackel war ein Wahrzeichen der Stadt. Wirtschaftliche Grundlage für mehr als 10.000 Familien. Heute gibt es hier gerade mal noch 1.000 Arbeitsplätze. Die Sache hat sich gewandelt und Leben ist Veränderung. Und ich würde sagen, es hat sich positiv verändert, wobei man Abstriche machen muss. Was sind die Abstriche, die Sie sehen? Ich nehme an, die Arbeitsplätze. Trotzdem, wenn es überall so gelaufen wäre wie hier, gäbe es ein paar Sorgen weniger im Ruhrgebiet. Phoenixsee ist eben nur ein Beispiel. Es gab schließlich einmal in den 50er Jahren 23 Stahlwerke in Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile sind es nur noch 10. Das zeigt den Niedergang und es zeigt die Größe der Aufgabe. In Hattingen war einer dieser verschwundenen Punkte auf der Landkarte, die Henrichshütte. Letzter Abstich war kurz vor Weihnachten 1987. Dirk Glaser ist heute Bürgermeister von Hattingen. Das Aus für die Henrichshütte hat sich tief eingegraben ins Stadtgedächtnis. Wie groß war der Schlag für die Stadt, als es hieß, das Werk wird geschlossen? Es war ein Schock für die Stadt. Also knapp 60.000 Einwohner damals, war Mitte der 80er Jahre, als ich das abzeichnete. 10.000 Beschäftigte hier. Gut, die waren damals nicht mehr ganz da in der Menge. Aber trotzdem, wenn man sich die Relationen anguckt, war das ein Riesenschock. Und die Stadt war damals totgesagt. Also man hat Arbeitslosenquoten von 30% prophezeit und ähnliches mehr. Aber heute liegt die Arbeitslosenquote weit unter dem Durchschnitt des Ruhrgebiets. Heute arbeiten auch wieder Menschen auf dem ehemaligen Zechengelände. Viele kleine statt einer großen Firma. Der Weg ist noch nicht zu Ende, aber es geht voran. Es ist ein tiefer Einschnitt für eine Stadt, wenn so ein großer Standort geschlossen wird. Und ich glaube, das kann man nur lösen tatsächlich durch viel Zusammenhalt. Und das hört sich jetzt blöd an, aber nach vorne gucken. Es kann gelingen, den Strukturwandel positiv zu gestalten. Das haben zwei Beispiele heute gezeigt. Die haben aber auch gezeigt, wie lang und wie dornig der Weg dahin ist. Und sie haben gezeigt, auch nach Jahrzehnten ist man wirtschaftlich immer noch nicht da, wo man einmal war.